Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir haben in der letzten Folge Nachtara kennengelernt, was ich sehr cool finde, weil Nachtara mein Lieblings-Pokémon zufälligerweise ist. Und ja, wir gucken mal, was es noch so mit Nachtara auf sich hat, wenn es seine Geschichte fertig erzählt hat. Sieht so aus. Mir ist so, als hätte jemand einen starken Hypnosezauber auf mich angewendet. Ich habe etwas Wundervolles geträumt und fühle mich richtig erfrischt. Verzeihung, meine Ausführungen waren wohl ein wenig zu anspruchsvoll für Laien. Das Beste wäre wohl, euch einfach zu zeigen, wie das funktioniert. Gehen wir nach draußen. Bist du dir auch sicher? Los, ihr zwei, helft ihm. Aber klar doch, Boss. Stütz dich einfach auf uns. Ja, genau so. Kannst du laufen, Nachtara? Oh, danke, das ist sehr nett von euch. Ja. Nanu, was ist denn hier los und warum haben sich alle versammelt? Das fragst du den Falschen. Aber offenbar will uns dieser Fremde da etwas zeigen. Steh also nicht im Weg rum. Eine Vorführung? Um was es wohl geht? Das ist ja richtig spannend. Okay. Was macht Nachtara? Gut. Hier sollte es klappen. Tretet bitte alle einen Schritt zurück. Und los geht's. Ich will Nachtara im Team. Wow, dieses Licht. Wow, was zum... Okay. Pass auf, fall da nicht rein. Was ist das denn für ein Ding? Oh, was ist das? Das ist ein Magna-Portal. Dabei handelt es sich um einen Zugang zu einem Dungeon. Ein Zugang zu einem Dungeon? Ja, aber es ist noch nicht ganz ausgereift. Wir stellen Zugangskarten in Abhängigkeit vom Verlauf der Erdseen, die wir entschlüsseln wollen, her. Indem wir die Karten auf unterschiedliche Weise anordnen, können wir den Verlauf der Erdseen ändern und so einen direkten Zugang zu einem Dungeon erschaffen. Bei dem Zugang, den ihr hier vor euch seht, handelt es sich um etwas ganz Besonderes, denn er wurde noch nie zuvor benutzt. Er ist das Ergebnis der jahrelangen Forschungsarbeiten von Psyana und mir. Wir nutzen die Kraft von Sonne und Mond, um den Verlauf besonders komplizierter Erdseen zu beeinflussen. Jedoch reichen diese beiden Zugangskarten nicht aus, um ein richtiges Magna-Portal zu erschaffen. Denn um den Zugang zum Dungeon zu vollenden, benötigen wir noch zwei weitere Zugangskarten. Ups. Ah, ich glaube, ich verstehe langsam. Und diese beiden anderen Karten, die hat dann wohl Psyana bei sich. In der Tat, die Kombination aus Psyanas und meinen Zugangskarten hätte unsere langwierige und entbehrungsreiche Forschungsarbeit endlich einem erfolgreichen Abschluss zugeführt. Endlich, nach all der Zeit. Aber wir wurden unmittelbar nach der Fertigstellung der Karten angegriffen. Deswegen vermute ich, dass unser Gegner es auf die Zugangskarten abgesehen hat. Dass seit deiner Einkunft hier kein weiterer Angriff auf dich stattgefunden hat, kann man annehmen, dass dein Verfolger um jeden Preis vermeiden möchte, Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Tja, aber das sind alles nur Mutmaßungen. Wer weiß, vielleicht wollen sie uns ja nur in Sicherheit wiegen, um dann ganz urplötzlich zuzuschlagen. Solange Nachtara bei uns ist, wird ihm jedenfalls keiner dieser Schufte auch nur ein Haar krümmen können. Also müssen wir uns nun um Psyana kümmern. Was? Wollt ihr damit etwa sagen, dass... Ja, aber hast du denn ernsthaft geglaubt, wir würden allem tatenlos zusehen können, wo wir doch nun die ganze Geschichte gehört haben? Ist ein Pokémon in Not, dann gilt für uns einer für alle und alle für einen. Das ist das Motto unseres Teams. Du kannst auf uns zählen. Wir werden Psyana schon retten. Mir fehlen die Worte. Ich werde mich dafür erkenntlich zeigen, versprochen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Psyana in Richtung Yamatal geflohen. Zumindest habe ich einige unserer Verfolger in diese Richtung laufen sehen. Ich bitte euch inständig, macht euch rasch auf, um Psyana vor unseren Widersachern zu retten. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Sei unbesorgt, du kannst dich auf uns verlassen. Miri, wähl du aus, wer sich auf den Weg machen soll. Lass uns losspurten, sobald die nötigen Vorkehrungen getroffen sind. Auf zum Yamatal, um Psyana zu retten. Yay! Auf zum Yamatal! Na dann. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ob uns da was Schönes erwartet, ich fürchte irgendwie nicht. Allein schon, weil es Yamatal heißt.
Hey, hast du zufällig Belebersamen? Herzlich willkommen. Ja, dankeschön. Schauen wir mal. Belebersamen kann ich tatsächlich einkaufen. Das machen wir auch direkt. Sonst möchte ich nichts kaufen. Nein. So, wir gucken mal nach Items und dann würde ich sagen, können wir direkt los. Schauen wir mal, was wir so dabei haben. 3 Sinebären. Plosivsamen. Ich würde vielleicht noch gerne... Wo ist es denn? Hier, Top-Elixier. Das ist eine Maronbeere. Top-Elixier mitnehmen. Und zwar nicht nur ein. Wie viele Belebersamen haben wir? Wir haben schon 8 Belebersamen gesammelt. Sehr schön. Na gut. Ich denke, wir sind bereit, loszugehen. Aber ich würde, glaube ich, davor gerne nochmal speichern. Weil doch immer irgendwie Mist passiert, wenn ich Mystery Dungeon spiele. So, wir speichern erstmal kurz. Geht ja inzwischen zum Glück schnell. Für heute hat es genug Abenteuer. Ich spiele jetzt seit 6 Minuten. Ich glaube nicht. Aber nette Idee. Wohin soll die Reise gehen? Yamatal. Oh wow, ist das weit weg. Na gut. Dann gehen wir dahin, würde ich sagen. Das wird sicher ein langer Dungeon, fürchte ich. So, kommt mit, Leute. Ein Gegner? Nein, nicht alleine. Vor allem nicht gegen das. Das kann Walzer. Das ist gefährlich. Lasst mich das machen. Oh, werden Level up. Imolga. Imolga. Imolga, du guckst in die falsche Richtung. Der Gegner war hier unten. Aber okay. Gut, gut. Danke für deine Mithilfe. Wir sind stolz auf dich. Oder auch nicht. So. Hallo? Hier ist gar nichts. Außerdem ist das ganz schön gefährlich, wo wir hier langlaufen, Leute. Gibt es keinen Weg, der weniger tödlich ist, wenn man sich vertritt? So ein bisschen. Hier ist eine Sackgasse. Klasse. Oh Mann, guck mal, wie viel ich zurücklaufen muss. Das gibt's doch nicht. Ach, hi. Ich habe jetzt schon Angst, meine ganzen Attacken aufzubrauchen. Warum kann Baloui keinen Ruckzuckhieb? Ich weiß, dass er den nicht lernen kann, aber trotzdem. Das wäre so viel praktischer. Hast du dich schon wieder geschützt? Wie lange kann man denn geschützt sein? Wie lange hält denn ein Schutzschild hier? Fies. Na gut. Schauen wir mal. Oh, der Dungeon geht mir jetzt schon auf die Nerven. Ich bin auf der ersten Ebene und ich laufe jetzt schon seit... Weiß nicht, wie lange hier rum. Wer kämpft? Ihr Molga. Bleib. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder... Ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf den Dungeon. Guckt euch das an. Ich laufe die ganze Zeit nur wie so ein Irrer durch die Gegend. Und laufe immer nur in eine Sackgasse nach der anderen. Das hier war auch eine riesige Sackgasse. Oh, nee, ne? Oh, Spiel, fies. Das ist ein Gegner. Hi, ich bin Miri. Okay, ich bin nochmal Miri. So, das war's für ihn. So, vielleicht finden wir jetzt die Treppe schneller, aber ich fürchte irgendwie, dass das jetzt die ganze Zeit hier im Dungeon so ätzend sein wird, wie auf der ersten Ebene. Toll, ich bin bepflanzt. Dankeschön. Wenigstens eine Siedelbe... Oh Mann, lass mich durch. Das gibt's doch nicht. Weg mit dir. Oh, es möchte... Ja, aber haben wir das nicht schon im Team? Nein, haben wir noch nicht. Okay, super. Nicht, dass ich jetzt die Spitznamen vom anderen Pokémon-Projekt nehme. Das wäre aber doof. Ich brauche eigentlich einen Stift, weil sonst kann ich hier nichts eingeben. So. Was haben wir denn noch für Namen? Ich mag Toxiped. Vor allem mag ich Serapentra. So, ja, klar, danke. Diese Eingabe hier am 3DS, ne? Die ist auch schon irgendwie grenzwertig. Das war sie aber schon immer. An der Switch ist es auch nicht wirklich viel besser, wenn man mal ganz ehrlich ist. So. Ich fürchte, wir schicken aber dich zurück. Ja. Imolga kann definitiv die besseren Attacken. Tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja, einmal im Kreis gelaufen. Danke dafür, Dungeon.
Danke dafür. Ist die Treppe hier? Ach du meine Güte, das verwinkelt. Das Problem mit diesen Dungeons, wo es nur so wenig Räume ist, halt, dass man die ganze Zeit nur hin und her läuft und nicht wirklich vorwärts kommt. Oh Mann, hör auf dich zu boosten. Ist die Treppe hier? Ja, die Treppe! Yay! Wir sind schon auf Ebene 3. Wir kommen vorwärts, hallo! Okay. Ja klar, kommen da zwei hintereinander. Oh. Okay, ich denke, es ist Zeit für Doppelhieb. Es ist definitiv Zeit für Doppelhieb. Autsch. Würdest du bitte nicht? Warum machst du eigentlich so wenig Schaden? Naja. Hi, danke für das Schutzschild. Baloo, yay, du hast auch gesehen, dass er Schutzschild einsetzt. Oh. Hörst du auf mit deinem Walzer? Walzer ist nicht cool. Walzer ist gar nicht cool, bitte. Oh. Hallo, kleines Wildschwein. Was tust du denn hier oben? Ich hoffe, dieser Dungeon hat nicht allzu viele Ebenen. Batterieleistung ist schwach, gut zu wissen. Aber für die Folge sollte es noch reichen, weil ich habe keine Ahnung, wo mein Ladekabel ist. Nicht in nächster Nähe jedenfalls. Und nochmal draufhauen. Es blinkt noch nicht, also ist alles okay. Solange es nicht blinkt, ist alles im grünen Rahmen. Das sollte ein One-Hit sein, ja. Ach, Mann, das macht mich fertig mit den ganzen Gängen. Hallo, ist hier der... Nein. Der Durchgang zur nächsten Ebene? Ja, auch nicht. War ja klar. Hier? Nein. Natürlich immer der letzte Gang, durch den ich gehe. Aber es war nicht ganz der allerletzte. Aber es war schon... Oh, ich bin schon durch. Oh nein, man sieht nur, was mit Psyana passiert. Puh. Lauf! Auch wenn du noch so schnell davonläufst, uns entwischst du trotzdem nicht, hörst du? Wo versteckt ihr euch, ihr elenden Feiglinge? Haha, das wüsstest du jetzt wohl gern, was? Komm doch her und such uns, wenn du es unbedingt wissen willst. Erinnert ihr euch noch, dass ich diejenige bin, die vor euch flüchtet? Warum um alles in der Welt sollte ich euch denn bitteschön suchen gehen? Wie dem auch sei, um mich zu fangen, müsst ihr schon früher aufstehen. Außerdem weiß ich sehr wohl, worauf ihr es wirklich abgesehen habt. Aber das werde ich euch niemals geben, hört ihr? Niemals. Sieht sich einer diesen widerspenstigen Sturkopf an. Ihr wird sowieso bald die Puste ausgehen. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir sie schnappen. Schon, aber wir sollten trotzdem schnell machen und nicht herumtrödeln. Sonst gucken wir nachher dumm aus der Wäsche. Ich habe ja schon verstanden. Also, genug herumgealbert. Jetzt machen wir ernst und schnappen uns die Kleine. Ach, das sind zwei Verfolger. Ich dachte schon, einer, der mit sich selbst redet. Na gut. Ich hatte gehofft, ich bin schon durch. Aber nein. Ich muss diese elend langen Gänge weitermachen. Fies. Oh, anscheinend sind meine AP dafür aufgeladen worden durch die Zwischensequenz. Ich weiß nicht, ob das so richtig fair ist, aber ist okay. Imolga. Nicht alleine kämpfen. Na, wenigstens hat Baloo ein Upgrade. Level up. Das wollte ich eigentlich sagen, aber okay. Ja, herzlichen Glückwunsch, Baloo. Imolga wieder da? Lag da unten gerade Geld und ich habe es liegen lassen? Na super. Imolga, du kannst ruhig die Items einsammeln, wenn du ein Pokémon besiegst. Wenn du schon alleine was machst. Dann nimm doch wenigstens das Geld mit, das du da bekommst. Unglaublich. So. Und jetzt können wir hier rechts auch weitergehen. Hi. Willst du kämpfen? Fies. So, auf Wiedersehen. Ist hier... Hier ist tatsächlich die Treppe. Ja. Viridium one-hittet halt einfach alles, was sie so findet. Weil sie ist Viridium. Und sie ist krass. Krasser als wir alle zusammen. Oh, jemand hat ein Top-Elixier. Das möchte ich eigentlich auch... Oh, fliegst du? Cool. Selbst wenn es ein Item hätte, würde das jetzt wahrscheinlich runterfallen. Hä, wo geht's denn weiter? Ich sehe nichts wegen der Schrift. Nein, nein, nein!
Boah, Walzer ist einfach so unglaublich unfair. Oh, Miriam, Level up. Ich muss natürlich Baloui hinterherziehen. Das würde ja auch nicht gehen, wenn ich einfach schwächer bin vom Level als Baloui. Das wäre ja gar nicht okay. Ja, alles gestiegen. Das ist mein Samen, ja. Mhm. Und das ist meins. Schön, schön erfolgreich Items geklaut. Na, dann gehen wir halt geradeaus weiter. Toxipet, hi. Autsch, autsch, autsch. Baloui, pass auf, das ist fies. Baloui, du musst es down machen, das ist fies, habe ich gesagt. Ich hatte eine fiese Truhe dabei. Nee, eine schwere. Aber das ist ja fast das Gleiche. Hat uns das gerade tatsächlich nicht bemerkt? Och, Mann. Wieso? Wieso, Spiel? Wieso kannst du nicht mal die Treppe... Warum kann ich nicht direkt neben der Treppe spawnen? Ich bin dafür, dass ich in der auf der nächsten Ebene direkt neben der Treppe spawne. Können wir das so ausmachen? Noch eine Box. Ich will immer Truhe sagen, aber es sind ja Boxen. Treppe? Ich kann euch langsam nicht mehr sehen. Kannst du dir das vorstellen? Hörst du auf mit deinem blöden Walzer? Das ist die Treppe. So, und jetzt spawnen wir neben der Treppe. Komm schon. Okay. Wir spawnen nicht neben der Treppe, sondern auf einer Zwischenebene. Na gut, das ist auch okay für mich. Ich würde nämlich sagen, wir beenden hier die heutige Folge. Und wenn ihr wissen wollt, was mit Psyana passiert und wer Psyana verfolgt und wie wir helfen können, dann schaltet morgen wieder zur nächsten, nein, übermorgen zur nächsten Folge wieder ein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.